fürs Außenmissionsvideo. Da einmal recht freundlich. Wo sind wir denn? Mission Köln 2014 im Rahmen der Gamescom. Hier sind sie alle. Thorsten, Chris, Matti, Alex. Hi. Und da unten irgendwo in dem Kellerloch ist gerade unser Xelos Tituni verschwunden. So. Achso, und ich bin auch noch da. Hi. Interview, Chris alias Denara, alter Captain Admiral Networker. Wie sieht's denn aus? Wir sind hier auf der Rheinseite, auf der Düsseldorf liegt. Ich fühle mich sehr unwohl. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir als derjenige, der auf der richtigen Rheinseite wohne, diesen Abend überleben werden. Wir werden das abwarten müssen. Commander Karl, Admiral Thorsten. Alles super heute. Ja? Keine fremde Communication Ops. Hat diesmal alles geklappt? Und Toni alias Xelos T-Dex. Hi.
Hallo und herzlich willkommen bei Omega TV live vom Community-Treffen von Star Trek Online 2014 in der guten alten Domstadt Köln. Heute interviewt Ed Alter Captain von der deutschen Omega-Flotte, Fero alias Money, den deutschen Community-Manager von Star Trek Online. Und Chris, so heißt er, stellt jetzt seine Fragen. Ja, hallo. Ich danke dir erstmal, dass du dir die paar Augenblicke Zeit genommen hast, für die wenigen Fragen zu beantworten. Ja, erstmal schön, dass ihr alle hier seid zum Treffen. Gerne. Bei uns in der Omega-Flotte ist folgende Frage aufgekommen. Und zwar, ist für die PvP in Zukunft etwas Neues geplant? PvP ist so eine Sache, das hatte ich euch schon im Livestream letztens erwähnt. Geplant nicht. Und jetzt, wie es aussieht, Delta Rising wird nichts Großartiges für PvP in petto haben. Was natürlich möglich ist, ist, dass in Zwischenupdates in Zukunft ein bisschen was für PvP kommt. Aber es ist jetzt es wird oft gefragt nach einer Season für PvP, auf PvP zugeschnittener Season. Das sehe ich eher nicht, da das auch eher zu klein oder zu, ich sag nicht unbedingt, aber die PvP-Gruppe zu klein ist für sowas. Aber vielleicht in einem der Zwischenupdates, wie jetzt mit dem 9.5, das Crafting-Update, vielleicht in die Richtung mal in Zukunft. Ja, dann kommen wir gleich zur Frage 2. Gibt es einen Termin für die Hilfsdeflektoren für Forschungsschiffe? Wo ja einige Leute bestimmt schon sehnlich drauf warten, vor allem die Forschungsschiffsflieger. Ja. Ein Termin, mir ist keiner bekannt und ich meine, es gibt auch keinen. Das heißt, konkreten Termin nicht, leider, kann ich nicht sagen. Ähnlich wahrscheinlich wie beim PvP-Update. Kommt, wenn es kommt, oder nicht. Mal gucken. Kommt vielleicht bald. Ja. Die Frage 3 lautet von der Omega-Flotte, wird es eine neue Grafik-Engine geben oder ist da in diesbezüglich irgendwas geplant? Geplant ist es nicht. Generell MMOs, glaube ich, in den seltensten Fällen gibt es da mal einen richtigen Refresh von der Grafik-Engine. Die Grafik an sich hat sich ja war es Staffel 8, ich meine, oder Staffel 9, hat sich verbessert an einigen Stellen. Sowas würde es geben, dass an einigen Punkten Texturen vielleicht besser werden, dies und das. Aber eine neue, komplett neue Engine, die wird es so nicht geben. Was auch nicht ist, hat technische Gründe. Weil die Frage ist aufgekommen bei uns, weil es in einem Konkurrenz-MMO ein Physik-Engine-Update gab. Was ziemlich massiver Angriff. Ach, okay. Ich weiß nicht, ob man den Namen erwähnen sollte. Hau raus. World of Tanks. Ja. Huch. Genau. Es war ein Update ihrer Engine. Also ich sehe im Moment keins geplant für Star Trek Online. Möglich ist es natürlich, aber ich würde so sagen eher nein. Weil es auch ein massiver Eingriff ist in die Engine. World of Tanks ist auch, glaube ich, noch nicht so alt wie SSO jetzt. Und die ganze Technik ihrer Engine könnte ein bisschen anders sein als die Technik jetzt von der Triptych Engine. Das heißt, es wird so nicht sehr leicht sein, wahrscheinlich entweder die Triptych Engine aufzuwerten, großartig, oder eben eine komplett neue in das gleiche System einzuführen. Also ja, müssen wir abwarten. Wäre schön. Wir würden es begrüßen. Ich auch. Und müssen wir abwarten. Dann, wenn wir es beide gut finden würden, müssen wir ein bisschen Druck bei Cryptic machen. Ist auch immer, ja. Was so eine Sache. Kommen wir zur nächsten Frage. Sind Brückenoffiziere von Rassen geplant, die es derzeit noch nicht gibt? Ganz speziell wurde die Rasse der Benziten angesprochen. Die scheinbar doch einen großen Fan. Anscheinend, ja. Wie gesagt, wie eben schon, konkretes nicht, aber möglich ist es. Das ist alles, was ich derzeit dazu sagen kann. Also es ist wahrscheinlich sehr möglich, sehr, sehr gut möglich, dass es neue Rassen auch bei den Brückenoffizieren gibt. Aber wie gesagt, konkretes kann ich jetzt nicht sagen. Dann die nächste Frage ist sehr ähnlich. Es gibt Bodentrophäen. Sind neue geplant? Da wurde ganz speziell nach dem Steuerrad aus Star Trek 5 gefragt. Ist das so? Das ist so, ja. Ich verstehe es zwar auch nicht, aber die Frage wurde sehr intensiv gestellt. Muss ich sagen, gleiche Antwort. Geplant ist da, also mir ist nichts bekannt. Jetzt vor allem vorausgehend auf Delta Rising, die nächste Erweiterung, habe ich in meinen Unterlagen nichts derartiges finden können. Nee. Okay.
Die nächste Frage richtet sich an dich persönlich, und zwar, wie findest du es persönlich, dass man die Inneneinrichtung eines Raumschiffs individuell gestalten kann? Dass man die irgendwann mal individuell gestalten könnte. Ach so, ja. Ja, wie gesagt, ich habe es gleich auch schon mal erwähnt, also mir würde es sehr gut gefallen. Das ist eine der Sachen, eine der Vorschläge, wo ich als Spieler sofort sagen würde, auf jeden Fall. Es wird auch immer vorgeschlagen von den Leuten, die das Ganze vorschlagen oder danach fragen. Es wird sogar Geld dafür bezahlen. Es wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, das sogar irgendwie in den Store zu tun, wenn man das möchte. Also ja, mir persönlich würde es sehr gefallen. Auf jeden Fall. Sei es, ob es jetzt ein richtig freier Editor ist, wahrscheinlich eher nicht. Da müsste es schon irgendwelche Grenzen geben. Aber ja, mir persönlich, ich wäre da voll dafür. Ist immer eine Sache, wie das dann... wie es sich verwirklichen lässt. Einmal das und in welcher Weise dann auch. Aber also ja, mir persönlich auf jeden Fall. Mhm. Kommen wir nun zur Abschlussfrage. Und zwar, gibt es schon einen genauen Termin für Delta Rising? Und kannst du uns sonst noch etwas über dieses Add-on erzählen? Was noch nicht bekannt ist bis jetzt. Einen Termin gibt es, den ich jetzt leider nicht konkret nennen darf. Leider, tut mir leid. Tut uns auch an, Leute. Was ich sagen kann, ist, dass es, wie es aussieht, im Oktober kommen wird. Was vielleicht schon bekannt ist. Mhm. Im Vorlauf das Ganze auf Tribble im September, Oktober, also ich kann den Oktober nennen als Release-Datum, was ich natürlich noch verschieben kann. Aber wahrscheinlich ein Donnerstag. Donnerstag oder auch am Dienstag, müssen wir sehen. Updates meist am Dienstag, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, um etwaige Fehler auszumerzen in der Woche. Wie gesagt, Oktober, und was ich sonst noch erzählen kann, was ihr nicht wisst, sicher einiges, ich weiß nicht, was ihr wisst, wahrscheinlich schon eine ganze Menge. Was ich nennen kann, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben im Livestream oder überhaupt, was eure Schiffe angeht, eure Tier 5 Schiffe, wo ihr alle Angst hattet, berechtigterweise, dass sie auf einmal wertlos sein könnten. Ihr könnt eure Tier 5 Schiffe aufwerten, und was ich schon mal sagen kann, Kistenschiffe zum Beispiel, Schiffe, für die ihr Geld bezahlt habt, die werden aller Voraussicht nach, wie gesagt, das ist der derzeitige Stand, werden voraussichtlich kostenlos aufwertbar sein. Mhm. Wohingegen Schiffe, die man kostenlos bekommt, wie zum Beispiel Schiffe aus dem Winter-Event, die Green-Schiffe, die dann gegen ein Upgrade-Token quasi aufgewertet werden können. Höchstwahrscheinlich im Seastore geben. Das ist der derzeitige Stand, und es würde Sinn machen, das auch so beizubehalten. Also ja, wie gesagt, keine Angst um eure Schiffe, auch eure Kistenschiffe nicht, die sind noch in guten Händen. Okay. Hätte ich eine Bonusfrage noch, bevor du das beendest. So aus dem Off, obwohl ich gar nicht im Bild bin. Was ist denn mit den Schiffen, die von Drittanbietern kommen, wie zum Beispiel die Steamrunner? Ist das mit inbegriffen in der Aussage? Gute Frage. Details, welche Schiffe welche sind, habe ich jetzt nicht im Kopf. Da müssen wir mal gucken. Da wird es aber auch dann demnächst nähere Details dazu geben in den nächsten Wochen in unseren Dev-Blogs. Muss ich nachgucken. Ja, scheinbar gute Nachrichten für die Käufer des Jem'Hadar-Bugs in den letzten Wochen. Scheinbar gibt es ein kostenloses Update. Ich bedanke mich bei Fero für seine paar Minuten Zeit. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.